Wenn Sie sich erfolgreich immatrikuliert haben, führt Sie der nächste Schritt in die Information Ihres Studienortes. Die Information befindet sich im Gebäude A22. Dort erhalten Sie gegen Vorlage Ihres Reisepasses, Aufenthaltstitels oder Ihres Personalausweises die Chipkarte, Ihr Initialpasswort und Ihre TAN-Liste. Die Chipkarte benutzen Sie als Studienausweis, Bibliotheksausweis, Semesterticket, Zahlungsmittel für die Mensa, Zahlungsmittel für den Kopierer und als elektronischen Schlüssel für bestimmte Türen und Schranken der Hochschule. Bitte beachten Sie, dass die Chipkarte erst mit dem Aufdruck des Gültigkeitsdatums als Studienausweis gültig wird. Alle wichtigen Informationen zur Chipkarte finden Sie auf der Webseite www.thm.de/willkommen unter dem Link Chipkarte. Um die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos nutzen zu können, müssen Sie zuerst Ihr Semesterticket auf die Chipkarte aufdrucken. Mit dem Aufdruck des Semestertickets auf Ihre Chipkarte wird diese als Studienausweis gültig. Die Aktualisierungsterminals für den Aufdruck Ihres Tickets finden Sie im Gebäude A in der Pasteria sowie in den Gebäuden A12 und A13 jeweils im Erdgeschoss. Beachten Sie beim Einführen der Chipkarte in den Automaten, dass Ihr Bild nach oben und nach vorne zeigt. Das Ticket ist rechtlich nur in Verbindung mit einem aktuellen Personalausweis oder Reisepass gültig. Den Gültigkeitsbereich Ihres Tickets finden Sie auf www.thm.de/willkommen unter dem Link Infos zum Semesterticket. Um Ihre Chipkarte als Zahlungsmittel in der Mensa nutzen zu können, müssen Sie diese einmalig initialisieren. Das Initialisierungsterminal befindet sich im Gebäude A in der Pasteria. Nach dem Initialisieren Ihrer Karte können Sie Ihr Guthaben für die Mensa aufladen. Die Aufladeterminals finden Sie im Gebäude A in der Mensa und der Pasteria sowie im Gebäude A20 in der Cafeteria. Bitte berücksichtigen Sie, dass das Guthaben für die Mensa nicht dem Guthaben für den Kopierer entspricht. Das Aufladeterminal für das Kopierguthaben finden Sie im Gebäude A im Eingangsbereich der Pasteria.